Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy VII Remake. Ich wollte gerade ein ganz anderes Spiel irgendwie nennen, ich weiß auch nicht warum. Aber hey, wir stehen hier vor dem Cosmos Theater, ja, im Shinra-Gebäude und wir spielen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Wer hätte es gedenkt, wa? Wer hätte es gedenkt? Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Wir versuchen immer noch Aerith zu retten, müssen uns aber für die nächsten Schlüsselkarten immer so ein bisschen Museumstouren gönnen, damit wir wieder nach oben kommen. Total tote Hose. Was jetzt? Vor langer Zeit wurde dieser Planet von Menschen besiedelt, die zum alten Volk gehörten. Das sieht einfach so heftig aus, ne? Sie waren es, die diesen Planeten bewohnbar machten. Dabei bedienten sie sich einer Energie, die tief im Erdreich schlummert. Eine Energie, die wir heute, tausende Jahre später, als Marco kennen und nutzen. Doch das ist längst nicht alles. Das alte Volk war nicht nur in der Lage, Marco zu nutzen, es verfügte auch über das Wissen, die Energie weiterzuverarbeiten. Zeugnisse dieser bewundernswerten Leistung sind uns auch heute noch in Form einiger Materie erhalten geblieben. Ebenso wie jenes Sprichwort. Der Planet gebärt uns, er redet mit uns und er öffnet sich uns. Auf das wir eingehen. In das verheißene Land, wo größtes Glück uns beschieden sein wird, auf alle Zeit. Doch leider existiert das alte Volk nicht mehr. Es wurde ausgelöscht, als vor etwa 2000 Jahren ein Asteroid auf den Planeten stürzte. Ob es dem alten Volk wohl vergönnt war, in das verheißene Land einzuziehen? Dies wird für immer ein großes Geheimnis bleiben. Tja. Die Jahre vergingen und der Shinra-Konzern machte dort weiter, wo das alte Volk aufgehört hatte. Und entwickelte Methoden, Marco als Energieform nutzbar zu machen. Ein mildes Klima gepaart mit üppiger Natur und Marco-Energie im Überfluss. Irgendwo auf diesem Planeten wartet das Paradies darauf, von uns entdeckt zu werden. Der Shinra-Konzern erachtet es als seine Aufgabe, das verheißene Land aus den Träumen des alten Volkes zum Wohle aller zu finden und urbar zu machen. Das war's? Szene ist so cool, ne? Das kann doch. Sachen gibt's, die gibt's nicht. Also wirklich, dass mir mal der Schmalz ausgehen würde. Denn was ist schon Tee ohne etwas Fett? Nichts weiter als bitteres Wasser, Ikit. Was hat das zu bedeuten? Der schöne Teppich. Habt ihr es gesehen so? Der Horrortrip, wenn ihr mich fragt.
Sowas gehört echt verboten. Das war, ja. Wenn Kinder das sehen, echten Schaden fürs Leben. Das war nicht bloß ein und? Video. Was soll wenn ihr mal jetzt das hinterfragt. Das war doch sicher nur ein Show-Effekt, oder? Der Typ war jetzt die erste Person, die außer mir, also außer Cloud, Sephiroth überhaupt gesehen hat. Sonst haben wir ja immer nur von ihm fantasiert oder keine Ahnung, ihn in irgendwelchen Sachen gesehen, wo er gar nicht war. Jetzt hat ihn auch jemand anders gesehen. Na, also, das darf man immer in der Szene gar nicht vergessen eigentlich. Was soll das? Oh. Cooler Ziegenbart. Ich habe euch bereits erwartet, Mitglieder von Avalanche. Oh, wir sind aufgeflogen. Gestatten, mein Name ist Hart. Gut. Okay. Ja, verstehe. Der Bürgermeister hat mir aufgetragen, euch hier zu empfangen. Also diese Szenerie ist halt super cool gewesen, finde ich da, diese Szene. Der Shinra-Schoß und Domino? Ja, den ehrenwerten Herrn Domino, Bürgermeister der weltweit führenden Marco-Stadt Midgar. Wir haben in der visuellen Ausstellung einen besonderen Systemfehler registriert und befürchteten, dass ihr in Schwierigkeiten stecken könntet. Was will der Bürgermeister von uns? Das erzählt er euch am besten selbst. Ja, ja. Wir sollen ihm wohl folgen. Archiv. Ja, da gibt es im Original auch das Archiv, glaube ich. Aber ich glaube, es sieht halt anders aus. Natürlich. Also logischerweise. Eine Bibliothek? Wally. Eva. Und hier soll der Bürgermeister rumlungern? Oh, lass mich ran, das ist das eine Buch, was anders aussieht. Oh, verrückt. Das ist ja komplett verrückt. Wieso ist der so versteckt halt einfach? Ich meine, die würden ihn ja suchen, wenn sie ihn nicht finden. Er ist halt bitte der Bürgermeister. Sehr. Wenn das eine Falle ist, kommt sie das teuer zu stehen. Okay, kann ich mit ihm nochmal sprechen? Domino erwartet euch. Okay, vielen Dank dafür. Was ist denn das hier? Oh, na endlich! Ich hab euch schon erwartet. Ich bin der Bürgermeister von Midgar, dieser wunderschönen Stadt. Gestatten, Domino. Das ist unser Bericht der Glatzen, ja, den wir in der letzten Folge gesehen haben. Was? Was glaubt ihr denn, warum ihr es überhaupt bis hierher geschafft habt? Wie meinen Sie das? Das will ich dir gerne sagen. Immer dann, wenn die Garde euch entdeckt hat, die Kameras euch im Blick hatten oder wenn ihr gemeldet wurdet, habe ich eure Spuren verwischt. Also dankt mir. Genau deswegen sind wir nicht aufgeflogen. Die Splittergruppe weiß es nicht, dass ich mit Avalanche zusammenarbeite? Was? Tja, was ist daran denn so verwunderlich? Seht euch hier doch nur um. Ich mag mich Bürgermeister nennen, aber was bedeutet das schon? Man hat mich hier im Archiv aufs Abstellgleis gestellt, wie einen nutzlosen Greis.
Ist doch völlig normal, dass sich die Wut in mir angestaut hat. Im Angesicht solch einer bodenlosen Unverschämtheit. Das ist auch eine ganz gute Lösung. So, ich glaube, das ist im Original nicht drin, ne? Dass er uns irgendwie geholfen hat. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Also, wenn ihr da was wisst, korrigiert mich gerne. Aber es ist halt natürlich eine smarte Lösung, das so aufzuziehen, dass man auch die Grundlage legt, dass man nicht entdeckt wurde. Weil sonst würde man ja irgendwie erwarten, okay, Shinra hat so viele Soldaten, die würden dich einfach überrennen und tot und fertig. Problem gelöst. Aber das würde halt erklären, warum hier eben nicht ganz so viele sind. Und warum wir nicht aufgeflogen sind. Wieso bitte nicht gleich ganz nach oben? Mehr geht leider nicht. Ich bin untröstlich. Trotz Ihres Amtes? Trotz meines Amtes. Obwohl ich der Bürgermeister von Midgar bin, bin ich in Wirklichkeit bloß ein Archivar. Man ruft mich nicht mal zu den Sitzungen. Tag ein, Tag aus. Nichts als Akten. Meine Finger sind schon ganz wund und schwielig vom vielen Blättern. Direktor Shinra ist wahrlich ein grausamer Tyrann. Dies Leid. Dieses Leid. Also gut, wir sorgen dafür, dass sie Gerechtigkeit kriegen. Ja? Ganz ruhig. Schön tief durchatmen. Mit Angst, dass er gleich umkippt wahrscheinlich. Hm. Dann zeigt mal eure Schlüsselkarte. So, jetzt kommt ihr mit der Karte bis zum Erholungsbereich auf der 63. Etage. Und wie geht es dann weiter? Da oben gibt es einen Sympathisanten von mir. Bei ihm bekommt ihr eine Schlüsselkarte für die 64. Etage. Das Losungswort lautet: Ein Hoch auf den Bürgermeister! Ein Hoch auf den Bürgermeister von Midgar! Da können die Leute behaupten, sehr unauffällig. Sehr unauffällig. Die Sonne scheint. Wow. Ihr sagt also ein Hoch. Und wer auf den Bürgermeister antwortet, ist euer Komplize. Ist alles klar? Ja. Okay. Genau, da, der hat da oben jetzt einen Kompanski und der hilft uns dann. Der hier nicht was zu verkaufen oder so? Wenn ich irgendwas für euch tun kann, dann... Können Sie uns etwas über den Helfer sagen? Könnte ich. Aber ich darf es nicht einfach so preisgeben. Man könnte mich wegen Firmenverrats zur Verantwortung ziehen und das würde mich in jedem Fall teuer zu stehen kommen. Sie wollen Geld? Vertrauliche Informationen? Aber ja, das ist ja wohl Wucher. Die 64. Etage können nur leitende Angestellte betreten. Haltet nach einem gepflegt aussehenden Mann Ausschau. Mir ist außerdem zu Ohren gekommen, dass die betreffende Person zur Erholung oft in die 63. Etage ja, kommt. Ja, aber... Wer haben Sie nicht zu bieten? Oh, ihr seid unzufrieden. Ah, wusste ich doch. Eine kleine Aufgabe. Gar nicht mal schlecht. Okay, genau, der gibt mir nämlich eine Waffe. Der Bürgermeister war also unser Verbündeter. Das hätte die Hauptgruppe uns ruhig mal erzählen können, finde ich. Ich wusste noch, dass ich hier irgendwo eine Waffe herkriege. Ich war aber so der Meinung, oder dachte halt so, vielleicht kriege ich es von einem Roboter oder so, der hier rumläuft. Ich wusste es nicht mehr, aber ich glaube, mit dem kann ich gar nicht... Nee, mit dem... den kann ich gar nicht interagieren so richtig. Gibt es hier noch irgendwas sonst? Ich glaube, da unten komme ich nicht hin, nee. Okay. Das heißt, wir haben jetzt eine neue Waffe für Bardetto. Herzensbrecher ist auch ein Gewehr. Wieder Magie. Okay, das heißt, ja. Können wir wieder ein bisschen was ausrüsten, ne? Oder beziehungsweise verbessern. So. Ja, Schaden von normalen Angriffen ist ja gar nicht so schlecht. Barrel hat ja relativ
Viele und schnelle normale Angriffe. Kritischer Schaden. Physische Attacke. Ja, wir gucken mal eben weiter. Kritische Trefferrate. Kritische Trefferrate. Ist dann gar nicht so dumm, weil er ja so, so schnell angreift. Nehmen wir noch mal Materia-Slot mit. Jetzt haben wir doch hier auch noch Materia-Slot, ne? Ne? Wo ist das denn? Da. Dann können wir die mal verbinden. Zwei Stück. Kann ja nicht schaden. So. Ich weiß gar nicht, ist das die stärkste Waffe, die man kriegt? Ich glaube nicht. Guck, weil Knallprotz ist theoretisch stärker vom physischen Angriff her. Egal. Gucken wir mal. Okay, das heißt, wenn wir hier noch irgendwas machen, irgendwas finden. Irgendwie nicht, ne? Nun gut. So, dann erzähl mir mal von eurem verheißenen Land. Und zwar schnell, denn ich bin ein vielbeschäftigter Mann und habe nicht ewig Zeit. Wir müssen diese habgierigen Raffzähne ruhig stellen, damit ich mich endlich wieder auf meine Forschung konzentrieren kann. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Er ist halt ganz gut umgesetzt, finde ich, Hojo, als so dieser schmierige, eklige Typ. Du bist deiner Mutter sehr ähnlich geworden. Ja, es war wirklich sehr, sehr bedauerlich. Sie hätte einfach was sagen sollen. Ich hätte mit mir reden lassen, doch sie musste ja unbedingt fliehen. Was für eine Verschwendung, wo sie doch die letzte von reinem Blute war. Richtig. Du möchtest bestimmt deine Mutter treffen. Das kannst du gerne. Allerdings nur unter dem Mikroskop. Du hast doch wohl nicht etwa gedacht, ich würde ein so wichtiges Versuchsobjekt verkümmern lassen. Ich habe deine Mutter natürlich äußerst eingehend untersucht. Ja, ihre Haut, die Organe, bis auf die klitzekleinsten Knöchelein. Wie faszinierend das alte Volk doch ist, du! Sei stolz darauf. Ilfana war wunderschön. Ilfana hieß sie. Letzte Zelle. Ganz genau so hat deine Mutter mich auch immer angeschaut. Hoppla, es ist ja schon Zeit für mein Meeting. Keine Angst, ich bin bald wieder da. Wie geil wäre jetzt, wenn einfach so die Kamera so schalldicht wäre, hätte gar nichts gehört. Das ist ja so lustig. Willkommen in der 63. Etage. Eine Oase der Ruhe für all unsere Mitarbeiter. Ist schon ziemlich spät. Aber die Sache in Sektor 7 hält die Leute wohl auf Trab, was? Geschieht Ihnen ganz recht. Seid wachsam. Der Helfer muss hier irgendwo sein. Alles klar. Dann lasst uns den fleißigen Ameisen mal auf die Fühlerchen gucken. Ach so, hier. Ist nicht angezeigt auf der... auf der Karte, deswegen wusste ich nicht, dass es hier weitergeht. Geschäftiges Treiben. Ist ja auch Ausnahmezustand. Was ist mit der Verbreitung? Irgendwie ist das fast etwas beruhigend. Angeblich stauen sich die Abfragen. Dann setzt eine KI darauf an. Suchen wir den Helfer. Wachen scheinen hier keine zu sein, also macht euch locker. Er hat so ein Ding Gewehrarm, dass das keinem auffällt. Er rennt hier mit einem Gewehrarm rein. Na, hier ist er. Also, hier ist die Kantine oder irgend sowas. Denkt an die Losung. Ein Hoch. Auf den Bürgermeister. Alles klar. Kann ich bei ihr was kaufen? Guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Ein Hoch. Wie? Soll das ein anzügliches Angebot sein?
Okay, ich kann anscheinend nichts kaufen. Ich bagger sie dumm an. Ja, ich weiß noch, glaube ich, ungefähr, wo der steht. Ich muss mal gucken. Ich will nur mal gucken, ob wir hier eine Truhe. Wenn ich eine Truhe übersehen können. Barrett, jetzt schmeißt du die ganzen Stühle um. Das ist nämlich hier oben tatsächlich. Was ist das? Ein Kampfsimulator. Der wird zu Trainingszwecken eingesetzt. Eine blutige Nase lernt mehr, wenn du mich fragst. Nur noch 5 Minuten. Oh, das sieht aus wie eine Jukebox hier. Scarlet Theme erhalten. Powerbank. Sollten die Shinra-Mitarbeiter auch machen, wenn die hier so überarbeitet sind, weil die hier die ganze Zeit Überstunden machen müssen. Einmal kurz auf die Powerbank setzen. Ist dann wieder fresh. Fresh wie neu geboren. Hier kann ich was kaufen. Hallo. Guten Abend. Was darf es sein? Was hat die denn? Wow, hier kann ich ganze Waffen nachkaufen. What? Geometriereif. Ja, ihr seht jetzt die Werte nicht, die das verbessert, weil ich, da ist meine Kamera vor. Aber die sind ganz gut hier, die Hyper-Schutzreif. Ja, wir kaufen noch einen. So, dann haben wir wenigstens 3. Noch Materia? Nee. Okay. Ist das der gewesen? Du bist von der Garde. Ein Hoch. Soll das ein Cheat sein? Nee. Dann war es doch dieser. Ja, stimmt. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Ein Hoch. Auf den Bürgermeister. Ich bin über alles im Bilde. Ihr wollt drauf? Genau. Bevor ich euch die Schlüsselkarte gebe, müsst ihr mir erstmal eure Fähigkeiten beweisen. Wie? Wenn man euch schnappt, wird das Konsequenzen für uns haben. Ist doch wohl logisch, oder? Also werdet ihr das hier versuchen. Und ich warne euch, es ist nicht gerade leicht. Bewährt euch und die Schlüsselkarte ist euer. Okay. Gibt es überhaupt noch einen Ort, an dem man wirklich sicher ist? Was ist? Wollt ihr etwa aufgeben? Was? Nee. Achso, ich muss hier einfach rein, oder wie? Hier gibt's, glaube ich, das ist wieder so eine Kampfarena, ne? Ja. Versus Domino als All-Stars. Machen wir auf einfach. Super chillig dann. Und dann können wir das... Ach du Schande. Oh. Ich ja, es ist übrigens die Fähigkeit, die... Pass auf. Ich bin noch gedodged. Zieh dich zurück. Falsch gedrückt übrigens. Ich habe mich einmal verdrückt. Die rechtschaffende Pause ist wirklich das, wo du, wenn die im Schock sind, 30% on top machst, also einen Schadensbonus. Das ist halt super krass. Und da muss ich ja für Chadley. Ihr schafft das schon. Keine Sorge. Hiermit erreicht ihr die Besprechungszimmer auf der 64. Etage. Auch mit dem Fahrstuhl. Darf ich fragen, was ihr da wollt? Wir wollen eine Freundin befreien. Shinra hält sie in der Forschung. Hier einfach mal ausgeplaudert. Oh,
Im Labor von Professor Hojo? Das wird nicht leicht. Da kommt man nur mit einer besonderen Zugangsberechtigung rein. Uns fällt schon was ein. Wo finden wir Hojo? Die Vorstände haben bald ein Meeting. Hojo, der Direktor und die anderen Abteilungsleiter treffen sich im großen Konferenzzimmer. Dann nichts wie hinder. Wir nehmen den Direktor als Geisel, da tanzen sie nach unserer Pfeife. Dann hättet ihr die ganze Garde am Hals. Wir spionieren sie erstmal aus. Ihr wollt sie belauschen? Dann geht zur Herrentoilette. Dort gelangt ihr in einen Lüftungsschacht, oh, der Nase kribbelt. Konferenzzimmer vorbeiführt. Verstanden. Hallo Cloud, ich habe dich erwartet. Chadley ist auch hier. Erinnerst du dich nicht? Ich bin Lehrling in der Forschungsabteilung von Shinra. Ich weiß über dich Bescheid, da ich ins Netzwerk des Firmenvorstands eingedrungen bin. Ich werde dich unterstützen, so gut ich kann. Ich stelle einen Vertrauensanstieg fest. Machen wir es kurz, um keinen Verdacht zu erregen. Oh. Nur noch keine neue. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn ich mich auf weitere Daten. Warte mal, hä? Kampfberichte. Das muss ich machen. Und Analyse zu Schockphänomenen. Da muss ich einen Gegner auf 200% ballern. Warte mal. Gibt es jetzt hier neue Kämpfe? Dann können wir das ja mal austesten. Ja. Ja, nehmen wir das mal eben. Ja, bei dem lohnt sich das nicht. Der ist so eher schon tot. Ach nee. Ist das so einer, der sich... Wenn man keinen Schaden macht. Scheiße, ja, ist es. Scheiße. So, das heißt, er hat ordentlich Schaden kassiert. Ja, hat er. Scheiße. Oh, Gott sei Dank. Der nervt halt einfach nur. Es dauert halt einfach nur lange. Das ist so ein bisschen ätzend bei sowas. Ach nee. Nice.
Er schaut bei 255%. Nice. Das wollte ich machen. Zweimal mit der rechtschaffenen Faust drauf und dann ist er schon bei 220. Immer wirklich sehr angenehm, muss man sagen, für diese Kampfarenen, dass man hier einfach auf leicht spielen kann, sodass man da echt zumindest relativ gut so durchkommt. War das der letzte? Ja, okay. Okay. Nice. Was haben wir denn hier? Der fliegende Zirkus. Na, wen nehmen wir denn? Barrett wegen fliegender Zirkus, dass man Barrett benimmt? Ach du Scheiße. Käfers. Übernimm du. Hier kommt Barrett. Einfach mal weggeschossen, alle. Wenn das wenigstens nicht wieder so ein langer Kampf bei ist, wie gerade eben gegen dieser komische Mutantenkack da, dann ist das ja auch alles vollkommen in Ordnung und vollkommen machbar. Ja, siehst du, guck mal, die beiden komischen Seepferdchen sind schon mal gestorben. Doch nicht, der liegt hier noch. Ne, das war ein anderer. Oh. Die beiden Seepferdchen können halt auch nerven, weil diese komische Wirbelattacke können dann ewig durch die Gegend fliegen. Ja, okay. Die kriegen wir mit Feuer gleich ziemlich schnell klein. Das weg. Oh, jetzt habe ich voll gar sogar gemacht. Naja, egal. Er ist auch weg. Okay, das ist der gestreifte Schimmer. Aua. Ach, der absorbiert. Oh nein, jetzt habe ich ihn geheilt. Ach Mann, jetzt. Oh, immer dieses Zurückfliegen ist ein Nerv. Macht das keinen Schaden bei dem? Ey, oh. Mann. Das ist so nervig. Die sind einfach nur nervig, weil der einfach. Ja.
einfach nur immer oh, wegfliegt und so und rumnervt und oh, anstrengend. Egal. Na, ist das Teamwork oder was? So, wollen wir jetzt nochmal eben die hier machen? Ja, oder? Mal eben durchballern hier. Gucken wir mal, ob das schnell geht. Wenn das jetzt super lange dauert, dann ist es nicht. Oh nein. Du Sack. Okay, das dauert echt. Neuer Versuch. Oh nein. Puh. Okay, der ist ja schon mal super scheiße, wenn der jetzt hier am Anfang kommt. Oh, das sind alles diese Special-Gegner. Oh nee. Na klar, ist jetzt ausgerechnet. Ach je, ey, alles diese kleinen Special-Gegner, die wir mal durch Nebenquests erledigt haben, das ist ja mega anstrengend. Das jetzt mit drei Leuten, na gut, er interessiert mich eigentlich weniger. Aua, was macht er denn? Ist er denn hier Sumo-Wrestling oder was? Ein Soldat? Ja, okay, der war jetzt ja. Die ersten waren ja viel schwerer. Der war ja einfach nur ein Hampelmann. Einer noch, ne? Oder? Ja, okay. Hab ich voll, Dings habe ich doch, Blitz habe ich, ja, zumindest mit Blitz, dann geht der in Schock anfällig, oder? Nee, doch nicht. Ich bin bereit. Macht einfach gar nichts, weil er nicht kann. Nice. So muss das. Keine große Sache. Nice. Okay, aber die anderen beiden haben jetzt keine Lust zu. Denn das dauert einfach nur noch ein bisschen lange. Dann können wir jetzt noch lieber ein bisschen mal eben Story machen, beziehungsweise wir können noch mal eben mit ihm hier reden, weil wir haben einmal das Ding, einen Kampfbericht wieder fertig gemacht. Ich konnte wieder neue Materie entwickeln. Und zwar Ukenash, ja. Mit einem Angriff abwehrt und mit B. Warte mal, was? Und im Anschluss ohne Verzögerung angegriffen werden kann. Während LB-Taste B, B drücken. Okay. Dann kommen wir mal zwei davon. Mal gucken. Aber es gibt doch eine. Ich habe eine neue. Ja, jetzt hat er neue. Mechanismen des Fertigkeitenerwerbs. Die Waffenfertigkeiten aller 16 Waffen erlernt. Und?
Sie mehr als 16 Waffen? Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Habe ich. Was kriege ich dann? Ich konnte wieder neue Materie. Hab's gar nicht gelesen. Wilder Trickser. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Gibt es hier nicht eine neue Esper? Ich verstehe das nicht. Oder bin ich doof? Könnt ihr mir mal gerne schreiben, wann die kommt. Cloud! Hä? Du bist Cloud, oder? Mensch, Cloud! Schon gut. Mit dem habe ich hier angefangen. Cloud! Ein Glück, dass du lebst. Hab mir echt Sorgen gemacht. Es hieß nämlich, du seist draufgegangen. Warte hier! Ich geh Kanzel holen. Nicht weggehen! Bekannter? Alles okay? Ja. Du hast aber... Kein Problem. Los, weiter. Ja, auch das wird sich noch aufklären. Das ist eigentlich eine relativ wichtige Szene gewesen. So. Ich kann mit dem Fahrstuhl fahren, oder? Oder wie? Muss hier hin? Verehrte Zuschauer, heute begrüßen wir Scheiße, einen ganz nicht mehr besonderen weg. Gast. Die Leiter der Sicherheitsbehörde Heidegger. Lassen Sie mich betonen, dass diese niederträchtige Tat uns alle mit größtem Zorn erfüllt. Der Shinra-Konzern wird sich diesen grausamen Verbrecher niemals beugen. Ich versichere Ihnen, dass wir die Täter ergreifen und am Strick baumeln lassen werden. Das schwöre ich hier vor all unseren Bürgern. Na, habt ihr gehört, ihr dreckigen Ratten von Avalanche? Flieht ruhig. Wir finden euch, wo immer ihr auch seid. Die anderen Platten sind doch hoffentlich sicher. Stimmt es, dass Wutai auf Midgar vorrückt? Hier im Gebäude sind wir sicher, oder? Kommen die Rettungstrupps gut voran? Okay, wir müssen höher. Wie kommen wir denn höher? Ah, hier passiert irgendwas. Wie ist es um unser Image bestellt? Alles im Griff. Das Volk ist bereits der Auffassung, es handle sich um einen Anschlag von Avalanche. Dafür habe ich persönlich gesorgt. Hat Wutai reagiert? Bislang noch gar nicht. Wie ich diese Feiglinge kenne, werden wir wohl noch etwas warten müssen. Solange sie nur handeln. Allerdings wäre da noch eine Sache. Was? Palma hat es mir erzählt. Palma ist der mit dem braunen beigen Anzug. Ja, ja, ich weiß doch. Die Rettung der Sephiroth gesehen hat. Ja, wir dürfen das nicht in den Sand setzen. Hojo nimmt an dem Meeting sicher teil. Wägen wir unsere Möglichkeiten ab. 64. Etage. Etage. Steht hier französisch. Wieso sind die nicht mit der Rolltreppe gefahren? Die sind für eine Etage jetzt mit dem Lift gefahren, oder was? Jo, alter Schwede, was für faule Säcke. Vermutlich ja. So. Und jetzt? Wir begeben uns in Stellung und belauschen sie. Wir schleichen durchs Klo, wolltest du sagen. Tu nicht immer so cool, Mann. Genau, das ist im Original auch so. Man muss halt vom Klo aus quasi und die ein bisschen belauschen. Das wir schon selber raus. Oder nicht? Und man kriegt das aber im Originalspiel nicht erzählt, wo man hin muss. Das muss man selber finden. Auch gut, ne? Das ist alles nicht so easy. Also man kriegt nicht so viel vorgekaut wie hier. Mit irgendwelchen Hinweisen. Ja, finden wir hier noch irgendwas? Warte mal, da kann man auch rein. Auch ein Meetingraum. Hier ist nix. Hier anscheinend auch nicht. Ach, geht doch mal aus dem Weg. Hier? Nö. Nö, nö, nö. Und da kann man nicht rein. Okay, das heißt...
Weißt du noch, dass die Toiletten hier sind? Das ist die Damentoilette. Sorry, Girl. Okay, ich warte hier. Nee, dann fällst du auf. Tiefer. Drinnen ist es sicherer. Geh doch einfach aufs Damenklo. Aber, ach, ist auch egal. Hä? Ist doch egal, geh doch einfach aufs Damenklo und sag einfach, jo. Puh, zum Glück ist keiner hier. Voll sauber, Mann. Gegen die Slum-Klos ist das der reinste Palast. Ja, Mann. Erstmal, lass einfach aufs Klo gehen hier, wie ein König. Okay, Lüftungsschacht ist hier. Nee. Volltreffer. Da passt Barrett, glaube ich, nicht rein. Und was ist mit mir? Du stehst hier Wache. Geht klar. Darf ich vielleicht mitkommen? Ich fühle mich hier etwas fehl am Platz. Na gut. Aber ich gehe vor. Okay. Und los. Los geht das Grieche. Grieche-Spiel. Was ist jetzt links? Hallo? Ich kann nur nach rechts. Scheinbar. Nach links konnte ich irgendwie nicht. Musste man echt so weit kriechen? Wird schon nichts passiert sein. Aber unser Haus steht ganz in der Nähe von Sektor 7. Und niemand geht ans Telefon. Einige Leitungen sind wohl zusammengebrochen. Liegt sicher daran. Wirklich? Vielleicht. Geile Aufmunterung. Wirklich? Vielleicht. Das beruhigt sie bestimmt, Kollege. Beim Meeting der Vorstände werden sicherlich der Wiederaufbau der Platte und die Neubesiedlung beschlossen. Und beides wird man unserer Abteilung für Stadtplanung überantworten. Reef hat deshalb angeordnet, dass wir in Teamarbeit Stufenpläne erstellen sollen, die auf die nächsten 3, 5 und 10 Jahre angelegt sind. Es ist eine herausfordernde Aufgabe, die wir jedoch rasch bearbeiten müssen. Gibt es irgendwelche Fragen? Okay, lass mich in Ruhe. Ja, ich glaube, das ist ein Riesending, ne? So diese ganze Stadtplanung und sowas alles. Und ich meine, wenn in einem Sektor irgendwie so 50.000 Menschen leben, nur in den Slums, ja, dann kann man sich ja überlegen, wie viele Leute die Stadt halt beherbergt. Man da so Stadtplanung unter sich hat und Aufbau und schießt mich tot, weil ja alles eigentlich über einen, ja, Konzern geleitet wird. Kann ich da abbiegen? Kann ich. Scheiße, dann habe ich das vorhin nicht gemacht da vorne. Verdammt. Shit. Das hat der irgendwie nämlich nicht genommen, die Eingabe da. Ich hoffe, da lag jetzt nichts Geiles. Oh, der Lüftungsschacht wird auch genau bis hier, geht genau bis hier, das ist ja Zufall. Ach, herrje. Ich habe ihn selbst gesehen. Mit meinen eigenen Augen. Hier auf unseren Fluren. Das sind ungesicherte Informationen. Nee. Er ist direkt vor mir entlang spaziert. Hab mich so erschreckt, hab glatt meinen Tee verpasst. Halt's Maul! Um eventuelle Eindringlinge kümmert sich die Sicherheitsbehörde. Aber Herr Direktor, ich habe ihn wirklich... Reef? Ja, wir haben den Schadensbericht zu Sektor 7.
die Zahl der zerstörten Häuser ist. Das interessiert mich nicht. Was gibt es sonst? Also, der notwendige Neubau von Platte 7 wird stattfinden. Mit der Nachfahrin des alten Volkes haben wir, was wir wollten. Aber wir müssen doch trotzdem die das Schäden beheben. Das Stichwort heißt hier Neo Midgar. Im verheißenen Land werden wir eine neue Marco-Stadt errichten. Das ist überstürzt. Es ist nicht belegt, dass das verheißene Land... Professor Hojo? Die Untersuchungen haben meine Erwartungen erfüllt. Ihre Werte sind nicht so gut wie die ihrer reinblütigen Mutter, aber sie gehört zweifellos zum alten Volk. Wann wissen wir, wo das verheißene Land ist? Was das betrifft, hätte ich einen Vorschlag. Vielleicht können wir unser Subjekt zu einer freiwilligen Kooperation ja überreden. Sie ist eine wertvolle Ressource. Ich werde darauf Acht geben, dass ihr möglichst nichts passiert. Foltern wir sie? Überlass das bitte mir. Ich könnte ein paar militärische Methoden beisteuern. Ich habe die psychische Gewalt schon immer der physischen vorgezogen. Sie ist so viel wirksamer. Das sind alles so Wichser, ne? Außer Reef. Wie du es tust, ist mir egal. Aber wenn sie endet wie ihre Mutter, bist du dran. Ja, in dieser Hinsicht plane ich vorzusorgen. Und damit meine ich, ich werde die Gute reproduzieren. Am besten mit einem Mann des alten Volkes. Doch da sind die Chancen wohl gering. Für den Anfang tut es vielleicht auch ein Soldat. Repliken vom Typ S und G kommen natürlich auch in Frage. Kreuzungen sind ein faszinierender Gedanke mit äußerst großem Potenzial. Ja, ja. Spannend, nicht? Wenn das alles ist. Herr Direktor! Sitzung vertagt. So warten Sie doch! Man hat halt so das Gefühl, dass Reef der Einzige ist, der noch ein bisschen, ja, normal denkt und eigentlich fürs Gute kämpft. Alles fügt sich. Aber alle anderen, naja. Und? Wir haben unseren Mann. Den Leiter der Forschungsabteilung, Hojo. Gut, packen wir ihn. Erstmal führt er uns zu Eris. Los, hinterher. Daher. Okay, kann ich nochmal hoch und, nee. Schade, okay, wenn da jetzt in der einen Ecke was lag, dann haben wir es nicht. Vorne ist er. Schnell, schnell! Wer hätte das gedacht? Ist also wirklich hier aufgetaucht? Höchst interessant. Ich sollte die Chance für eine Kreuzung nutzen. Welchen Spross das wohl ergeben würde? Ach, ich schussel. Erst einmal brauche ich Antworten. Vielleicht mit Medikamenten. Allerdings nicht ganz ungefährlich. Kommt. Okay, wir sind hier auf der Fährte. Und an dieser Stelle machen wir für heute Feierabend hier mit der Aufnahme, denn wir sind schon wieder am Ende angekommen quasi. Wie wir
Aerith von ihm befreien, was wir aus ihm rausquetschen können. Sehen wir beim nächsten Mal. Ich wünsche euch bis dann noch einen schönen Tag. Abonnieren nicht vergessen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.